Hallo und herzlich willkommen bei der Keller-Eulmann. Servus Leute. Heute sind wir auf einem neuen Lost Place. Das ist eine alte Wohnbaracke, die schon seit zig Jahren leer steht. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Eventuell haben wir sogar die Möglichkeit, später noch in einen kleinen Bunker reinzukommen. Aber da müssen wir sogar schon was machen. Genau. Wir sehen uns. Also wir sind hier durch das Fenster jetzt rein. Politischen Eingangsbereich. Mini-Küche. Hier ist ein Bad mit Toilette. Ein Spiegel. Da haben wir sogar noch. Guck mal, hier ist ein Bad. Hier ist auch eine Toilette. Was haben wir denn hier? Ohrloch Antisept. Ja, okay, dann war hier der Haupteingangsbereich. Hier ist Treppenhaus, da ging es direkt hoch. Und das hier war dann der Gang vom Treppenhaus, was auch hier runter in den Keller geht. Da würde ich aber sagen, gehen wir tatsächlich zum Schluss hin, weil das doch meistens das Spannendste ist. Oh ja. Überall mit einem Ofen, der hier scheinbar gestanden hat. So haben die Räume geheizt. Dann geht es jetzt die erste Etage hoch. Jetzt sind wir in der ersten Etage. Auch hier wieder, das fällt jetzt die ganze Zeit auf. Die haben scheinbar hier überall mit Kamin geheizt. Das ist wirklich unnormal unlogisch. Wieso mache ich ein Bad, das eigentlich relativ viel Wärme braucht, nach dem Balkon immer? Weiß es nicht, ob die Feuchtigkeitsprobleme ansonsten bekommen hätten. Oder? Ja, du gehst hier raus, stehst quasi auf der einen Seite zum Balkon, auf der anderen Seite eine Kochnische und dann direkt ins Bad. Und ob das dann war, dass die dann halt wirklich, wenn die ihr Geschäft hier machen, unten drunter direkt eine Klärgrube haben oder so. Also man kann sagen, die Leute, die hier gelebt haben, haben doch sehr einfach hier gelebt. Vor allen Dingen, du musst mal gucken, wie die Zimmer miteinander verbunden sind. Das ist ja irgendwie... Alles Durchgangszimmer. Wo, ja, wo machst du Wohnzimmer, Schlafzimmer, das ist alles irgendwie Durchgangszimmer. Wenn du hier ein paar Kinder hattest, dann hast du mit denen quasi in einem Zimmer gelebt. Weil wenn du jetzt mal guckst, ein Zimmer Schlafzimmer, ein Zimmer Wohnzimmer und dann ein Zimmer Esszimmer. Das war's. Dann hattest du noch Balkon mit Bad und Dusche, Küche und das war's. Alles einfach zum Durchschlafen. Das Zimmer hatte ich ja. Ja, auch am besten nicht zu lange an einer Stelle aufhalten hier. Dass wir schon gucken. Pass auf, hier ist schon ein Loch. Das war. Hier ist ein Loch über der. Schnell wieder her, ja. Thomas. Wir sind jetzt quasi in dem einen Teil des Hauses, in dem Trakt. Das werde ich nachher mal im Video von außen zeigen mit Bildern, wo wir uns jetzt befinden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt runter, weil da kommen wir nicht hoch und gucken uns den Keller an. So, wir sind wieder unten angekommen und jetzt geht es in den Keller runter. Oh ja, hier merkt man dann jetzt deutlich, dass es kühler wird. Wir hatten jetzt draußen 20 Grad. Gehen wir aber am besten von Raum zu Raum, weil hier ist es wieder so. Labyrinthmäßig. Kohlenkeller. Typischer Kohlenkeller. Und hier war was? Brenner? Ja, aber es kann doch nicht sein, dass man hier die Kohle reingeworfen hat. Und dann ist erst die Hitze durch den Schornstein hoch in die einzelnen Räume.
würde schon sagen, dass das hier ein Brenner war. Alter, dann ist das hier echt wirklich Asbach uralt. Ich kam auf jeden Fall die Kohle reingeschüttet und hat man dann hier schaufelnweise reingeschaufelt, verbrannt und durch den Kamin ging es dann hoch in die einzelnen Räume. Aber warum hast du dann in den einzelnen Räumen einen Kamin gehabt? Ich meine, du hast hier überall den Rauch. Weil es nicht ausreicht. Ich denke, vielleicht haben die damit hier auch ein bisschen das Wasser heiß gemacht mit dem Kamin. Ja, muss. Oben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das sind die normalen Heizkörper, die dann damit geheizt wurden und dann zusätzlich in jedem Raum, beziehungsweise in jedem, Apartment, gab es dann halt nochmal eine extra Heizung. Hier sieht man auch später, gab es hier Ölheizung. Also die Wände, ne, und wie das hier gemacht ist, das ist so richtig klassisch, alter, ihr seht es hier an den Steinen, richtig altes Mauerwerk. Guck mal hier die Beton, die Stahlträger, wie die rosten. Und dann kommst du hier in so einen Raum, wo du ultra gebippt gehen musst. Simon, mal gerade für die Kamera, könntest du mal kommen, dass die Leute mal sehen, wie eng das hier ist, wie man hier gehen muss. Also das hier ist echt krass gebückt. Für was hat man jetzt so einen Raum, ne, wo du so gebückt gehen musst? Mal hier, Ausstieg nach draußen. Leider keine Schätze, die man so irgendwie einfangen kann mit der Kamera. Hier gab es nochmal einen Schacht. Und dann weiter in die nächsten Räume. Hier war das jetzt mit den Öltanks wieder. Ja. Also hier drin sind es, ich würde mal sagen, vielleicht 6 bis 8 Grad. Wärmer ist das hier nicht. Auch hier leider keine Highlights mehr. Nee. Vieles einfach nur noch leer. Ich weiß leider nicht, seit wann das Gebäude leer steht. Ich schaue nochmal im Internet nach, ob ich da irgendwas finde. Und dann werde ich das nochmal im Text einblenden. Hier gibt es auch nochmal alte, sehr alte Öltanks. Aber ansonsten halt auch alles leer. Trotzdem ist das hier nochmal eine richtig geile Atmosphäre, die auch immer schwer ist, irgendwie einzufangen, richtig in Worte zu finden, weil das hier einfach ein Stück Vergangenheit ist. Und man sich natürlich schon fragt, wer hat hier gelebt, was ist hier abgegangen, hier haben wir einen Abfluss, Wasseranschluss vom Haus. Oftmals denkt man sich dann auch erst im Nachhinein, wenn man das Video schneidet, oh, das hättest du noch sagen können. Ja, guck mal hier auch, wie feucht das ist, ne? Hier unten. Es ist richtig kalt. Ich habe gesagt, 6 bis 8 Grad maximal hier unten. Jetzt hätte man hier geil so einen richtig urigen Pizzaofen bauen können. Und dann hier unten in so einem Pizzaofen backen. Überall gibt es nochmal Ecken und Winkel. Was haben wir hier hinten dran? Hier geht irgendwo eine Treppe hoch. Was können das für Rohre sein? Wasserrohre? Gas kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in die Kommentare. So, was haben wir hier? Okay. Auch wieder so ein kleiner Folterkeller, wie ich es immer gerne nenne. Hier ging es nochmal nach draußen. Und irgendwas zugemacht. Wahrscheinlich war hier mal ein Kanal. Das ist nämlich sehr feucht. Da unten ist noch ein Loch, wo es weitergeht.
haben wir hier in der Ecke, haben wir tatsächlich noch ein Kanalsystem, was da weiterführt. Und dann geht es da hinten nochmal links und rechts ab. Ich weiß leider nicht, wie tief das ist, aber ich schätze den Eingang hier auf von unten bis oben vielleicht 60 cm. Da muss man durchkriechen. Da bin ich leider falsch gekleidet. Also nochmal zurück. Sind wir wieder im Erdgeschoss. Dann würde ich sagen, geht's hier raus und in den nächsten Trakt wieder rein. Wir haben keine andere Möglichkeit, außer da, wo Simon jetzt steht, für da reinzukommen, weil alles komplett zugemacht ist. Und hier ist die einzigste Stelle, wo wir uns durchzwingen können, wo wir es probieren können, aber okay. Else ist besser. Ist ja bei dir schon brutal eng, Alter. Ja, Leute, Simon war gerade hier im Loch drin. Hat sich drin umgeschaut, aber leider ging es da auch nicht weiter. Ich zeige euch mal, wo das jetzt war von außen. Zwar war das hier dieser lange Trakt, in dem wir noch nicht drin waren. Gibt es also die Möglichkeit, hier reinzukommen, dann ist man aber quasi von hier dem Stück bis ungefähr hier dem Stück eingesperrt. Man kommt also nicht weiter in die Richtung und auch nicht weiter hier in den letzten Teil, weil unten alles zugemauert ist und hier oben ist auch alles zu. So wie es im Keller aber ausgesehen hat, war es wie in dem Stück, wo wir eben drin waren. Und zwar hier in dem Teil waren wir drin. Von daher, ja, wir kommen leider nicht weiter. Aber wir schauen jetzt noch mal, ob wir hier vorne ist noch mal eine kleine Bunkeranlage, ob wir da vielleicht noch reinkommen. Ansonsten war es das leider gewesen. Aber da sieht man schon, da brauchen wir eine Leiter. Was meinst du, wie tief geht es da runter? 4 Meter? Locker. Ja. Und dann ist die Frage, eine durchgängige Leiter zu haben. Ja. Die ist zwar durchgehend, die hier. Also sie ist das hier an der Stelle, aber am Arsch teilweise. Ne, muss man nochmal kommen. Für den Bunker, den machen wir extra. Schade, Leute, dann war es an der Stelle mit dem Video. Dann sehen wir uns nochmal zum Outro wieder. Bis gleich. Leider hat es nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind nicht ins komplette Gebäude reingekommen, sondern konnten nur einen Teil sehen. Aber wir vermuten, der Rest wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Für den Bunker müssen wir nochmal eine Leiter mitbringen. Ja. Das ist so einfach viel zu gefährlich. Trotzdem, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und lasst einen Daumen nach oben da, liked uns, gerne auch einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nachdem ich mich hier in das Fenster gezwungen habe, um vielleicht den Rest des Hauses zu sehen, was ich angefühlt habe wie, weißt du, eine Geburt. Ja. War es doch schon ein bisschen enttäuschend, dass da alles innen drin wieder zugemauert war. Das heißt, da war auch kein Weiterkommen in den Rest des Gebäudes. Und Thomas musste mich dann nochmal aus dem Kellerfenster pflücken, das ungefähr exakt so breit war wie ich. Daher, liebe Leute, leider nicht ganz so viel heute, aber wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Also bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Hast du gerade eine Zeitung, eine Tageszeitung? Ich würde gern. Ne? Und dann alle hopp. Ich weiß es nicht. Ja, komm! Nee, Digga, ich komm am Mittag. Versuch's doch! Alter! Versuch's! Du hast vielleicht so viel Platz gehabt für hier durch. Ich bleib stecken, Digga. Komm, versuch's. Willst nur Material für die Outtakes? Scheiße, Digga, ich bin stecken geblieben, ruf die Feuerwehr. Ich komme da mein Handy dran. Versuchen kannst du's. Digga, ich passe hier nicht durch.
Nee, Tana, guck mal, ich kann dir so versuchen, ich zeig's dir. Okay, scheiße, ich würde durchkommen. Also. Aber Alter, nee, ich komme hier nie wieder hoch.